Schönen guten Tag, liebe Besucher. Da bin ich wieder. Ja, wir waren eigentlich der Ansicht, dass wir jetzt bewiesen haben, dass das, was die Frau Köhler über uns erzählt, alles Lügen sind. Und wir sind auch eigentlich sicher, dass wir sie bereits überführt haben, was die Falschaussagen angehen. So, das Interessante ist aber, dass wir jetzt von der Polizei ein Schreiben, beziehungsweise nur ich, der Klaus Roth, der die ganze Zeit über den Namen Anja Köhler gesagt hat, hat keine Anzeige bekommen. Ich sage ja erst Frau Köhler seit also unserem letzten Video, weil da haben sie sowieso alle gesehen. Ich habe jetzt eine Anzeige bekommen. Und zwar Straftaten gegen das Bundesdatenschutzgesetz vom 14. und 16.8. Wir werden zur Anhörung gebeten am 29.8. von der Frau Pilz in Huckade, Polizeiwache. Ich verstehe nicht, was diese Verfolgung, diese Hetze gegen uns soll. Wir haben eindeutig die Frau Köhler überführt. Wir dürfen in ganz Dortmund keine Anzeige machen. Es werden keine Ermittlungen gegen Frau Köhler eingeleitet. Und obwohl wir sie schon überführt haben, kriegen wir jetzt oder ich bekomme dieses Schreiben. Ich bekomme dieses Schreiben. Straftaten gegen das Bundesdatenschutzgesetz. So, ich habe allmählich hier die Schnauze voll. Ich habe sie bis oben hin voll. Wir sind davon ausgegangen, dass wir Frau Köhler überführt haben. Und das haben wir auch getan. Und die Polizei, und ich sage es jetzt ganz klipp und klar, so wie ich das sehe, wir werden von der Polizei Dortmund verleumdet. Es ist ganz klar nachgewiesen, dass die Frau Köhler gelogen hat. Es gibt ein ärztliches Gutachten bei Rechtsanwalt Vogt in Lüttgen, Dortmund, das eindeutig sagt, dass Frau Köhler eine gespaltene Persönlichkeit ist. Wir haben Beweise, dass Frau Köhler uns für Menschenhändler hält und sich für eine politisch Verfolgte. Und dass die Frau Köhler auf Tabletten war, unserer Meinung nach, hat man auf dem Video auch ganz deutlich gesagt. Und seitdem wir unsere Unschuld bewiesen haben, haben wir hier auch nichts weiter gemacht. So, und jetzt kommt die Frau Pilz von der Polizei und verleumdet uns. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wenn diese Hetzkampagne gegen Klaus Roth und mich nicht aufhört, dann werden wir auch noch gegen die Polizei Dortmund vorgehen. Ich weiß nicht, wie deutlich wir unsere Unschuld noch beweisen sollen. Frau Pilz, hören Sie auf, uns zu verleumden, sonst wird das auch für Sie zum Bumerang.